Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Und zwar das zweite Hauptprojekt. Ich wollte es eigentlich schon vor Monaten beginnen, habe es dann doch nicht getan. Aber es ist ein Spiel, das ich auf jeden Fall in meiner Let's Play Liste haben will. Und zwar Earthbound: The War Against Gygas. Es ist wirklich ein cooles Spiel. Ich habe davon schon mindestens 5 Projekte gesehen. Und ja, ich bin froh, dass ich endlich damit beginnen kann. Der Anfang wird zwar erst erstmal ein bisschen langweilig sein, aber spätestens nach dem ersten Boss wird es auf jeden Fall eine Fahrt aufnehmen. Gerade der Anfang ist sehr, sehr schwer. Das möchte ich mal so gesagt haben. Und wir lassen vielleicht noch den kleinen Trailer laufen. Ja, was kann man zum Spiel sagen? Ich glaube, zu Release-Zeiten war es ein extrem unbekanntes Spiel. Es erschien ja erstmal 2015, wenn überhaupt in Deutschland und auch dort nur in Englisch, soweit ich das richtig weiß. Aber jedenfalls, es ist ein sehr durch YouTube dann doch bekannt gewordenes Spiel. Und hat sich eigentlich bei vielen Let's Playern, die es gespielt haben, sehr hoher Beliebtheit erfreut. Vor allem bei den ein oder anderen bekannten Let's Playern, die sich natürlich mit Nintendo-Zeug bedienen. Und ja, was kann man dazu sagen? Es hat einen interessanten Humor, der es eventuell aber nicht so rüberkommen wird, weil eben alles in Englisch geschrieben ist. Und da brauche ich erstmal meine Zeit, um zu übersetzen. Ich habe nicht so schlimm, ich bin eigentlich ganz gut in Englisch. Und ja, es ist halt ein Spiel oder eben eine Spielserie. Es gibt ja 3 Stück von. Es ist eine sehr tiefgründige Spielserie. Oder besser gesagt, doch eine sehr, ja, weitreichende. Hab auch schon mehrmals gespielt, aber wegen Textmedium, das ist einfach viel zu langsam. Also, ich muss auf schnell stellen. Und ich glaube, das kann man auch gar nicht irgendwie ändern, denn noch während des Spiels. Ja, ich nehme den normalen. So, den Namen. Den nennen wir. Also, ich habe ja bei meinem letzten Let's Play. Oh, ich könnte auch einfach. Backspace, bitte. Small. Vor allem wieder noch Don't Care steht. Ich halte es aber auch ein bisschen blöd mit den Namen, weil es werden wieder alle Namen hier gespoilert. Okay, wenn man jetzt das Spiel noch kennt, wird es nicht ganz so schlimm sein, aber trotzdem. Jedenfalls, bei meinem Earthbound Beginnings Projekt oder eben Earthbound Zero oder WDC oder Morrow 1, wie man es nennen will, hat ja mindestens 4 Namen. Da habe ich sie ja alle so genannt, wie ich's wollte. Kam man aber nicht so gut an, weil dann glaube keiner wusste, was wer jetzt eigentlich wer. Deswegen nehme ich die Originalnamen, denn ist es auch bei den Videobeschreibungen ein bisschen einfacher für die Leute zum Verstehen. Und ja, das habe ich halt beim Earthbound Beginnings Projekt nicht gemacht, weil ich dachte, naja, ist ja nicht so schlimm. Aber war es dann am Ende eigentlich doch. So, und damit haben wir, glaube ich, fast alle. Wie hieß der nochmal? Keine Ahnung, wie der hieß da. Ich glaube, da kann man wirklich jetzt Namen geben, wie man will. Der hieß doch eigentlich originaltechnisch Barker oder King, oder? Barker. Also beide würden passen. Ich glaube, ich nenne ihn sogar Barker. Ist ja aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil
Der hat mal einen ganz kurzen Auftritt, ganz am Anfang des Spiels, wo er mal ein bisschen wichtig ist. Aber dann sieht man ihm das ganze Spiel eigentlich nicht mehr, zumindest nicht verpflichtend, so wenn ich das noch weiß. Denn mein Lieblingsessen, ich glaube bei NES waren das Burger. Wo ist das U, Alter? So. Ja, aber macht ein NES so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da fällt mir nicht viel ein. Der spielt ja gerne Baseball, passt nicht hin. Hat ein Jojo in Smash, also nehme ich jetzt mal einfach Jojo. Hobbys. Oder mal, ah ja, mein beliebtes Teil, ja, Jojos. Dann einfach mal Jojos. Fast schon so. So, da ist jetzt irgendwas passiert. Ihr kennt die Geschichte eigentlich hinten und vorne, also auch wenn ich vielleicht keine 100% aus dem FF packen könnte, weiß ich immer noch genug, zu wissen, was hier eigentlich abgeht. Und ja, das ist meine Schwester. Wenn man A drückt, dann gibt's eben so ein Menübildschirm, wo man sich eben entscheiden kann, was man tun will und so. Jedenfalls, es ist ja außenrum alles schwarz, jetzt ist es aber immer so, wenn man in Gebäude oder Zimmer reingeht, da kann ich selber jetzt auch nichts dran ändern. Und da ich halt ohnehin schwarze Ränder habe, ja, Pech gehabt für mich. Hab auch keine Ahnung, wie ich das großartig ändern könnte. So, also. Hey Bro, hat dich dieser Lärm auch aufgeweckt? Bist du ausgeflippt? Nein. Jedenfalls, die hat da Geschenke. Also Geschenke sind sowas wie Truhen in Legend of Zelda. Da muss man checken. Und dann gibt's da was. Ah, so schön schnell. Und da gibt's jetzt so einen Schläger. Den kann man auch ausrüsten. Ja, so. Aber man kann sie sogar wieder endausrüsten. Und ja, jetzt macht man Offensive. Erhöht es damit um 4. Und das Schlimme: man kann nicht rennen, das kann man erst im dritten Teil. Und ich glaube sogar noch im ersten Teil, aber im zweiten kann man das nicht. Aber man kann sich nachher teleportieren und zwar überall, zu bestimmten Orten dann aber nur, also zu bestimmten Stellen besser gesagt. Und da ist es nicht mehr ganz so schlimm. Das habe ich leider nicht ganz mitgelesen. Und naja, jedenfalls, anscheinend bin ich es raus. Oh, okay. Du haust ja eh wieder ja, so oder so ab, also selbst wenn du gefragt hast oder nicht. Aber zieh dir zumindest richtig an. Ja, zumindest bin ich jetzt mal das. Und dann kann es ja auch mal richtig losgehen. Ah, was ist jetzt passiert? Ah, jetzt bin ich wieder hochgelaufen. So, das ist mein Hund, da kann ich auch mal zu reden, aber neben Hunden, neben Menschen schlafen Hunde auch nachts. Warum schläfst du denn nicht? Ja. Oder wieso bist du nicht am Schlafen?
Ja, geh raus. Das Gute ist, ich muss da keine Knöpfe drücken, wenn ich raus will, sondern einfach nur in die entsprechende Richtung. So, jedenfalls hier sind die Polizisten, da kann ich auch mal reden. Ich rede jetzt aber nicht mit jedem Typen. So. Keine Panik, es ist nur ein Was-Meteorit, der wer geflogen ist. Ich wollte nur was heimgehen. Ja, also die ONET-Polizei, das ist ein kleiner Fun-Fact, sind die anscheinend von sich aus gesagt die schnellsten Typen, wenn es darum geht, Barrikaden aufzustellen. Das ist das allererste, was sie immer tun. Sagen die eigentlich auch. Aber ich rede jetzt hier nicht mit dem verdammten Typ. Nur wenn es mal nötig ist, wenn dann bei einer Aufgabe irgend so ein Typ was sagen will. Aber ansonsten lasse ich das jetzt einfach mal. Ansonsten hocke ich da noch in 3 Jahren dran. Na, der Brotrolle. Essen füllt die Lebenspunkte wieder auf. Aber gerade hier in ONET muss man aufpassen, dass man jetzt vielleicht nicht ganz so viel oder nicht ganz so teure Sachen hat, weil da sind Kräne und die stehlen gerne mal was. So, und der Typ ist jetzt wichtig. Hey, Ness. Sei nicht so ein Vollpfosten, denn du gehst den Kopf auf den Sack. Und in den Weg. Ja. Kannst heimgehen. Morgen werde ich Poké dir alles erzählen über diesen seltsamen Meteorit. Mir geht's ja gut, aber du stößt ja die Polizisten. Und der so. Gut getimt, Ness. Machst du vielleicht irgendwas gegen Poké? Er macht dich wahnsinnig. Ja, wir sind gute Freunde. Und du lebst neben ihm, oder? Ja. Wir wollen alle nichts. Ja. Also, der sagt immer dasselbe. Ist ja egal. Naja, dann noch vielleicht noch mit dem. Psst, psst. Ja, was der da macht, will ich gar nicht wissen. Dieser Meteorit sieht anders aus. Er ist seltsam und gewaltig und mysteriös. Ja, ich habe noch nie gesehen, wie so ein Ding aussieht. Naja, zu dem sollte man vielleicht auch gehen. Hey, Ness. Da ist ein Meteorit. Ja, macht Chaos. Mir geht's gut, weil ich esse Knoblauch, das macht meinen Körper stärker. Aber die schwächeren Bewohner sind anscheinend verschwunden. Ach, hier will ich noch was sagen, aber whoops. Habt ihr fast was über meine... Ach, egal. Ja, super. Ja, mach ich halt ganz kurz. Schatzjäger, das hier ist Lügner X, Agewitz Haus. Also, das Liar spricht halt wie Liar in Bezug auf Lügner. Also sage ich jetzt einfach mal Lügner zu dem. Jedenfalls hier kann man dann jetzt auch nicht mehr tun. Das war's jetzt wirklich im Großen und Ganzen. Deswegen gehe ich jetzt wieder zurück nach Hause. Und dann mache ich auch, naja, da ist noch meine Mutter. Wie die heißt, weiß man aber nicht. Glaube ich zumindest. Willkommen zu Hause, Ness. Nicht nötig, kurz zu reden, es ist spät. Geh ins Bett. Ja, so, in etwa. Später. Es klopft uns ja der Poké raus, gell? Ja. Das, was der Schwachkopf aber will, kann ich da irgendwie speichern? Tatsächlich kann ich das. Speicherpunkt erstellen. Ja. Den habe ich ja gespeichert, von dem her. Okay. So. Dann sieht man sich das nächste Mal wieder. Nett, dass ihr dabei wart. Tschüss.